Yo, 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 meine Damen und Herren, wir sind wieder da mit einer neuen Folge von der Road to Glory, die alles geliebte Road to Glory, hier in den schönen, rosigen Sommerferien. Obwohl das Wetter jetzt ja nicht immer so rosig ist, ist es doch schön meistens. Und wir haben dieses schöne Team. Viele von euch haben mich gefolgt. Ah ja, geht's gleich ab in Double Time. Das war wahrscheinlich gar nicht Double Time, ich habe keine Ahnung. Ronny. Diesen Spieler ist nicht das Team, sondern das Team, das ihr da vorgesehen habt, gebaut. Und während ich jetzt noch die Spieler hier auf die Bank tue, werde ich euch nochmal schnell dazu was sagen. Das Team ist Hammer. Ich kann es euch nur zu doll empfehlen. Manche haben schon gesagt, ich habe es schon nachgebaut. Das ist auch Hammer. Ich wurde nur bestätigt und ich bin auch sehr froh mit dem Team. Aber wenn ihr erstens vielleicht nicht so viele Coins habt, weil irgendwie, was weiß ich, 30-40% von dem Team, die kosten mehr sogar fast. Fast 50% von diesem Team, die Kosten sind ja Ronny. Der kostet ungefähr 25.000 zu 20.000, keine Ahnung, auf Xbox. Und das heißt, wenn ihr den wegnimmt, bezahlt ihr nur 40.000 für dieses Team. Also würde ich euch sehr, sehr empfehlen, anstatt dem Ronny, weil der ist cool, ne? Der ist nicht so gut wie ein Goldspieler, klar, er ist nicht so einer dieser Monsters, Silber in Forms. Würde ich natürlich empfehlen, da Ramirez hinzutun. Natürlich kann man da auch irgendeinen anderen brasilianischen ZM hintun, da kann man auch einen Ronaldinho hintun, wie ihr das wollt. Alles möglich, da stehen, glaube ich, alle Optionen offen von der Chemie her, weil er einfach Brasilianer sein muss. Die Liga ist da ganz egal und das Team ist da auch komplett egal. Also kann ich euch das nur ganz so empfehlen. Vielleicht, wenn ihr nicht so viel Geld habt, nehmt Ronny weg, tut da irgendeinen brasilianischen ZM hin und das Team ist wahrscheinlich noch besser, weil Ronny hat einen guten Schuss, hat einen guten Pass vor allem, hat einen sehr guten Pass, aber er ist halt kein Vergleich zum Goldspieler. Also wie gesagt, Ramirez oder ein anderer brasilianischer Spieler und das Team wird für euch einfach noch besser sein, als es schon ist. Hier kommen wir aber gegen ein anderes Team mit 5 hin und spielen mit unserem 4-4-1-1 Team aus der Liga Portuguesa, das ich ja auch sehr mag und das auch von euch sehr gelobt wurde. Ihr heißen Schnittchen. Und da muss man sich mal überlegen, dass das Team wäre so viel besser, das habe ich mir auch jetzt überlegt, erstens, wenn es vielleicht 2 Stürmer hätte und das Team einfach Hammer, wenn es ein 5 hinten hätte. Mir macht es so viel mehr Spaß, mit 5 hinten zu spielen, weil man hat 5 hinten, aber man hat vorne immer noch irgendwie 3-4 Spieler, die da den Angriff leiten können und somit kann man eigentlich alles mit 5 hinten machen und mir macht FIFA wirklich, Ultimate Team wirklich viel, viel, also Ultimate Team macht mir eigentlich so gut wie keinen Spaß mehr, weil ich auch mich sehr auf FIFA 14 freue. Und deswegen freut es mich umso mehr, wenn ich dann endlich was finde, wo ich Spaß dran habe mit das Tor von Labiat. Einfach, der Typ ist so, den kann ich euch nur empfehlen als Mittelstürmer, ist der so krank, weil er kann seinen Pass, seine Schnelligkeit, seine Skills und seinen Schuss da auspacken. Es ist ideal für ihn. Über was habe ich jetzt nochmal? Ich vergesse immer, über was ich laber, wenn ich anfange, über was anderes zu reden. Genau, irgendwas mit FIFA 14 habe ich gelabert. Ja genau, Ultimate Team macht mir nur noch Spaß, wenn ich mit 5 hinten spiele, weil ich dann einfach eine Chance habe. Ich bin irgendwie scheiße geworden in FIFA, nicht nur das. Aber ich spiele jetzt auch fast nur noch gegen Pace-Teams oder Teams mit 5 hinten. Und dann dachte ich mir, das Team wäre so viel besser, wenn es 5 hinten hätte. Das ändern werde ich nicht, weil es würde jetzt von den Formationen viel zu viel kosten. Und darauf habe ich keinen Bock, so viel Geld für ein Team auszugeben, dass ich schon so geformt habe. Das heißt, das Team werde ich höchstwahrscheinlich behalten. Aber wir holen uns noch einen neuen für das Team und tauschen den mit einem, den wir gerade haben. Aber wir gewinnen das Spiel 2-2, was mich sehr überrascht hat, hätte ich nicht erwartet, gegen ein 5-Hinten-Team mit schön viel Pace, guten Spielern in Italienisches. Hätte ich nicht gedacht, dass wir gewinnen mit 4-4-1-1, weil das Team ist schön und unbekannt, aber es ist jetzt nicht wirklich ein Hammer-Team. Es ist toll, es hat starke Spieler, aber es ist halt immer noch nicht so gut wie das allbekannte Pace. Und das ist halt schade an FIFA 13 Ultimate Team, dass Pace halt einfach so einen großen Unterschied macht und einfach das Spiel so dominiert. Aber das soll ja in FIFA 14 dann geändert werden, weil anscheinend soll laut bestimmten YouTubern, die bei der Gamescom waren und FIFA 14 angezockt haben, ist es ein viel langsameres Spiel und viel mehr im Mittelfeld. Das heißt, es ist ein Ball, ist viel mehr auf Ballbesitz, auf den modernen Fußball jetzt wie ein Barca spielt, beziehungsweise der ganz moderne Fußball ist ja jetzt wie Bayern, es spielt mit sehr viel Pressing, schnelles Passspiel, aber viel mehr im Mittelfeld anscheinend, viel mehr Ballbesitz im Mittelfeld, viel mehr Ballbesitz überhaupt, nicht so schnelle Konter, hohe Bälle und dann einmal mit Wallkit durchpacen. Das ist hoffentlich Schnee von gestern, wenn FIFA 14 rauskommt. Das werden wir aber alles sehen, weil FIFA 14 kommt ja in ein, zwei Monatchen raus. Welcher Monat ist heute? Ich bin ganz verwirrt wegen den Ferien. Juli ist es jetzt. Das heißt, wir haben dann, der kommt im September raus. Das heißt, noch einen Monat gut. Naja, ein bisschen mehr. 26. September ist es, glaube ich. Aber ja, das ist ja noch ein bisschen hin. Wir haben jetzt so Ultimate Team und wir haben uns gerade dieses Monster geholt. Martinez war mir zu unbeweglich und zu langsam.
Und dieses Team hat relativ, das heißt, es hat ein bisschen wenig Pace. Die Außen sind nicht sehr schnell, außer Ola John. Salvio kommt mir nicht vor wie 88 Pace. Die Außenverteidiger sind gut. Also es ist schon ein schnelles Team, aber ich brauchte, wenn man eine Spitze hat, vor allem wenn man eine Spitze hat, braucht man da einen schnellen. Da kann man keinen langsamen und unbeweglichen haben. Javi Martinez, sage ich schon. Ist ja Jackson mit Vornamen, ne? Jackson Martinez. Ich glaube, der hat 84 oder 85 Pace. Und wir haben uns halt diesen silbernen Vieira geholt, der 88 Pace hat. Und wir werden mal sehen, dann in dem Spiel, nachdem spielen wir dann mit dem, oder werden wir sehen, wie er ist. Jetzt kommen wir aber gegen Inform Mikuli, Inform Hernandez und Team of the Season Van Persie. Aber sonst ist das Team eigentlich relativ schlecht. Ich weiß nicht, ob er sein ganzes Geld in die drei Spieler gesteckt hat, aber der Rest ist relativ scheiße. Also da hat man im ZDM auf jeden Fall bessere Spieler raussuchen können. Und Paulo Junior fängt gleich mal an, donnert das Teil. Wir haben den total dominiert, vollkommen auseinandergenommen mit dem Team. Und es war einfach göttlich. Aber es stand halt noch 0-0 in der 45. Dann hat Ronny die Ecke mal schön reingebracht. Und da kommt niemand wirklich hin. Philipp, der hat halt diese Dreierkette, TD, Santana und ich weiß nicht, Luis war es, keine Ahnung. Oder auch Bonner, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat dann hier der Smith alle auseinandergenommen, schmettert wieder drauf, kriegt aber nichts raus. Und somit steht es zur Halbzeit immer noch 0-0 gegen Swetham United, wie er sich nennt. Aber wir haben ja auch ein schön schwitziges Team und werden dann auch mal zeigen, wo es lang geht. Aber das sind wirklich schöne Kombinationen. Ich habe mich nicht durchgepaced. Hier kommt jetzt das Pace von Smith zum Vorteil. Und die Flanke ist einfach auch ideal. Ich meine, es ist dann auch eine schöne Flanke. Und Paulo Junior ist eigentlich winzig unbeweglich. Ich habe keine Ahnung, wie er da den Kopfball gewinnt. Auf jeden Fall steht er nach 90 Minuten immer noch 1-0. Und wir gewinnen das Spiel gegen dieses wirklich starke Team. Beziehungsweise drei starken Spielern. Der Rest war relativ kacke. Aber wieder ein Sieg. Das muss man auch hinnehmen. Und ich war sehr überrascht, weil es war wir haben schöne Kombinationen gespielt, nicht nur auf Pace gespielt. Dass Smith dann halt 88 Pace hat, war dann, ja, zu unserem Nutze, weil da konnten wir links schön durchpacen und dann die Flanke bringen. Aber das war auch ja nur noch für 10 Meter. Also, das Team ist einfach Hammer. Ich kann es euch nur empfehlen. Smith ist einfach gut. Ich verstehe nicht, wieso der eine 60 hat. Diese ganzen Silber- und Bronze-Spieler sind einfach vollkommen alles volle Stars. So unbekannte Spieler. So, und hier sehen wir es jetzt. Martinez tauschen wir mit dem Verein und will heißen Hugo Vieira willkommen. Ich mag es ja eigentlich nicht in einem 4-1-1 zu spielen, wenn man nur eine Spitze hat. Aber wie gesagt, wenn man das dann macht, muss man da wirklich schnelle Spieler und bewegliche Spieler haben, weil der einfach deine einzige Anspielstation vorne ist. Und du musst halt einen schnellen haben. Und der hat doch gute Werte. 71 Dribbling, 62 Schuss, glaube ich. Es ist vollkommen okay, der ist jetzt nicht nur einer, der nur Pace hat. Pace ist sein größtes Attribut, aber wir werden mal sehen, wie er sich in dem Spiel macht. Wir kommen gegen dieses 3-5-2 Bundesliga-Team, das ist auch sehr schön schwitzig. Schürrle, Blaschikowski, Eswein, Reus, Inform Holtby ist gut, Trapp, Team of the Season. Die Innenverteidigung hat er zum Glück nicht, den übermächtigen Felipe Santana. Da habe ich mich sowas von gefreut, weil, oh Mann, ich hasse es, gegen den Typen zu spielen. Aber dann zieht euch das mal rein. Salvio mit diesem Pass und irgendwie, wenn da Santana wäre, würde das nicht passieren. Aber Hummels ist zu langsam. Lapjat schnappt sich das Teil. Und wenn er so eine Chance kriegt, dann nimmt er die 5. Minute. Und wir führen mit 1-0. Dieses portugiesische Team muss man sich einfach reinspielen. Am Anfang fand ich das ja nicht. Also ich war immer voll begeistert davon, weil ich es noch nie gesehen hatte. Aber wirklich damit zu spielen, war nicht so gut. Aber jetzt finde ich wirklich rein. 1-0 schon nach 5 Minuten nach einem richtig schönen Pass von Salvio. Und Lapjat benutzt dann mal seine 85 Pace. Aber die Antwort war gleich da von Alexander Eswein, aber kein Pace-Tor, ne? Das war auch sehr schön rausgespielt vom Gegner. Und Eswein ist dann letztendlich auch ein guter Vollstrecker und macht das da ganz überlegt und dann halt nicht einfach drauf, sondern steckt es dann in die untere Ecke. Und somit ist der Ausgleich wieder da. Dann sind wir schon in der 30. Wir waren wieder mal das tonangebende Team. Macht Ola John hier sehr, sehr schön, legt seinen Ball vor. Das ist ja wirklich der einzige Spieler, der über 90 Pace hat. Macht das dann sehr gut, dann ist da auf der rechten viel Platz. Salvio hatte generell in diesem Spiel sehr viel Platz, aber Boateng war auch ein guter Gegenspieler. Aber hier wieder über Salvio auf Hugo Vieira, dieser neue Spieler, macht den Fake-Schuss. Irgendwie kriegen wir es, den Gegner da zu verwirren, und Hummels rutscht dann da rein und fällt den Ball unhaltbar ab, und somit steht es dann auch schon 1-2 oder 2-1. Wir sehen es nochmal, ich glaube, der war abgefälscht ans untere Bein, sonst wäre der nicht so komisch geflogen. Aber Hugo Vieira, der ist übergeil. Ich liebe den Mann. Gefällt mir viel besser als Jackson Martinez, den werden wir höchstwahrscheinlich verkaufen. Der ist eh nichts wert, ein paar 10.000 oder so. Ich glaube 13.000 wahrscheinlich, der ist nichts wert. Auf jeden Fall ein Hammer Spieler, den ich sich sehr, sehr geil finde. Hugo Vieira auf jeden Fall da vorne reinpacken, wenn ihr so ein ähnliches Team habt. Der überzeugt einfach mit Schnelligkeit, Balance, Dribbling und Abschluss. Das kann er alles. So, und dann kommt die Flanke hier und die Antwort ist auch wieder direkt da. Diesmal ist es Hummels, der den Ball da extrem dreckig rein. Ich glaube, es ist Lapjat, ne? Ne, Joao Moutinho fälscht den Ball da am Pfosten. Der Ball wäre natürlich einen Meter vorbeigegangen. Aber
Ja, Moutinho ein bisschen unglücklich mit der Hacke ins eigene Tor. Sie lässt er leider nicht den Replay laufen, sehr schade. Aber naja, was soll's, es wird immer noch als Tor für Hummels gewertet, was sehr unrealistisch ist, weil Eigentor ist ja immer dann, wenn der Spieler den Ball entscheidend abfälscht, also die Flugrichtung entscheidend ändert. Und das hat Raúl Moutinho auf jeden Fall geschafft in der Situation. Und dann hatten wir aber mal einen Durchbruch in der 45. Minute über die linke Seite. Ola John, es hat sehr geleckt, aber das lag wahrscheinlich an mir, weil ich da gerade ein Video hochgeladen habe. Eigentlich soll man nicht zocken, wenn man ein Video hochlädt. Erst springen alle vorbei und dann, bitte, was ist das denn für ein genialer Abschluss von Hugo Vieira? Das ist einfach über geil und das leckt jetzt wirklich. Also das lag an mir, ich habe da ein Video hochgeladen und habe mir gedacht, komm, nehme ich gleichzeitig Road to Glory auf. Und das ist natürlich anstrengend, aber was ein Abschluss aus der Drehung, zirkelt er den Ball ans lange Eck. Also Vieira ist einfach mit Abstand besser als Martinez. Dann Ola John wieder, der auch sehr, sehr viel Dampf macht. Nicht nur durch seine Stärke, aber auch durch seine 90 Pace oder 91, was auch immer. Der hat Sandro und Danilo auch beide sehr, sehr offensiv. Sandro haben wir hier gerade gesehen. Der Torwart macht hier eine völlig unnötige Klärungsaktion. Und Lucho, auch als Gonzalez bekannt, schmettert das Teil da gut ins kurze Eck und holt die Ecke für uns raus, die wie immer der gute Labia tritt. Und Labia tritt sie relativ gut, wird im Rückraum schlecht weggeklärt. Da hat Ola John viel Platz, donnert drauf und wieder eine sehr gute Parade von dem gegnerischen Keeper. Ich weiß nicht, ich glaube, der Sirigu im Kasten, kann das sein? Ja. Auf jeden Fall sehr gute Parade, dann wieder Labiat mit der Ecke, dieses Mal kommt wieder einer hin und wer ist es? Es ist Hugo Vieira, der das 4:2 für uns macht. Er ist einfach besser als Jackson Martinez, es ist so, er ist besser als ein goldener Inform, weil er halt Pace hat, hauptsächlich deswegen. Und hier verteidigt er einfach wie ein totaler, es ist, als ob ich auf Drogen bin, Alter, ich kretsche einfach sinnlos rein. Natürlich macht Esteban das Teil dann sicher rein, aber Hilfen tut es ihm nicht, denn wir gewinnen das Spiel 4:3 und haben damit eine makellose Episode von der Road to Glory hinter uns, da wir kein Spiel verloren haben. 9 Punkte aus 3 Spielen, besser geht's nicht, die Teams sind geil, holt euch Hugo Vieira und holt euch einen anderen Spieler anstatt Ronny für dieses, ja, 5-3-2 Team Jamaika, Barclays Premier League, Schrägstrich, Hybrid, wie auch immer. Bleibt frisch, bleibt sexy, das war's von dieser Episode von der Road to Glory. Wir sehen uns nächstes Mal, bis denne und ciao.